Kehrt Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, zu den Grünen zurück? Der inzwischen parteilose Politiker könne sich eine Rückkehr zu den Grünen vorstellen, betonte er gegenüber der deutschen Presseagentur. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir befürworte Palmers mögliche Rückkehr zu dessen alter Partei. Immer wieder lasse sich Palmer auf Streitereien mit Facebook-Usern ein. Das solle er in Zukunft bleiben lassen, so Özdemir. Dennoch gebe es bei den Grünen große Skepsis, denn Palmer habe bei den Kommunalwahlen bewusst für die Freie Wählervereinigung, FWV, für einen Sitz im Tübinger Kreistag kandidiert. Boris Palmer ist stark umstritten, so habe er bei einer Migrationskonferenz in der Vergangenheit das sogenannte N-Wort verwendet.